Recht herzlich willkommen zur 35. Folge von Grand Age Medieval. Und wir sollen Izmir übernehmen, was sich hier unten befindet. Letztes Mal haben wir den Händler hierher geschickt und ja, den müssen wir mal gucken. Dass wir da die Klamotten verkaufen, die der mitgebracht hat. Das war schon, warte, Getreide hatten wir noch da oben. Das war auch knapp zu übersehen. So, wir bräuchten hier Honig und Salz. Die letzten drei. Wein ist auch nicht da. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Was ist das hier? Sympathie 64. Ja. Blütezeit. Das heißt, wir müssen jetzt noch wieder was holen. 13% hier in Izmir, weniger der Wein ist, Wolle, Keramik. Ja. Nützt nix, wir gehen mal hier hoch. Exquisit. Mit dem Händler, also wir sind in der Pause, deswegen läuft hier nix. Unsere Truppen, wo befinden sich die? Da oben, die kommen dann hier hin, weil, ne? Da ist doch schon, die Wölfe. Ja, gucken wir mal gerade hier rein. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich glaube, der Honig war auch interessant. Salz und die letzten drei Sachen haben wir nicht. Jetzt haben wir wie viel eingepackt? 136. Ich glaube, Kohle können wir auch mal mitnehmen noch. Weiß ich nicht, ob der Stoff noch da war oder nicht, aber ach egal, wir nehmen alles mit. Früchte. Und zack, Getreide. Haben wir noch zwei frei. Dann nehmen wir noch Bärenfälle mit. Da war's. Das geht nicht. Das geht nicht. Gut. Aber das. Händler ist unterwegs. Gut, da wird angegriffen, dann passt das ja jetzt mal. Das hier ist ein Händler, okay, ich dachte, das wären die Wölfe gewesen. Gut, nee, da wollen wir nicht hin, da wollen wir hin. 13, 14, 15, 16, 16, 17, immer noch 17. Bleibt bei 17, 19. Und die Fälle hat nichts gebracht. Ja, 19. Ich glaube, das hier unten, das wäre schon ganz interessant. 19. Macht keinen Unterschied. Der Prunk ist es vielleicht, ne? Gehen wir da mal hoch. Wölfe sind es nur 71. Truppen sind gerade schwach, oder wie sehe ich das? Sind gleich alle aufgerieben, oder was? Nee, nicht alle. Da rücken gleich welche nach, oder? Ach, Wölfe sind nachgerückt. Ha, was geht da ab? Gar nichts. Geht's jetzt wenigstens? 116. Die Wölfe sind die stärkeren, oder was? Unsere ganzen Truppen sind gleich platt. Die Wölfe sind tatsächlich stärker. Traurig, aber wahr. Jetzt ist gerade ausgeglichen. Ja, müssen wir draufbleiben. Okay, na jetzt ist es wohl so, dass die Wölfe dann unterlegen sind. Traurig. Okay, wir haben es geschafft, dann sind sie kaputt. Und geschafft. Ist gebongt.
Mhm. Ist gebongt. Das sind alles Sachen, die wir wahrscheinlich auch liegen lassen haben, ne? Jawohl! Da liegt auch noch was. Machen wir! Holen wir uns den Warenhaufen da auch noch und hier ist ein Zelt, da gehen wir auf jeden Fall hin. Auf geht's! Weil wir da sehr wahrscheinlich uns auffüllen können, oder? Ja, leider nicht. Machen wir! War nur eine erfahrene Truppe. Auf geht's! Gehen wir nur weiter runter gucken, da ist auch noch auf jeden Fall ein Warenhaufen. Ja, Geld ohne Ende liegt hier rum, ne? Jawoll! Gut, jetzt gehen wir aber hier gerade nochmal gucken. Das nehmen wir mit. Puh. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die anderen Sachen haben die alle. Mit Vergnügen. Wir da mal hin. Machen wir. Noch ein Warenhaufen. Ist gebongt. Den Warenhaufen kriegen wir irgendwie nicht mehr. Sicher. Jetzt haben wir. Gut. Ist gebongt. Nochmal zur Ruine. Passiert aber nichts mehr. Handel. 17. Und 20. Das ist ein bisschen mehr geworden, aber nicht wirklich viel. Hier haben wir noch. Fisch ist auch... Ne, Fisch haben sie genug. Ton oder Keramik und Werkzeuge und Wein. Mit Vergnügen. Da ist jetzt gerade ein Händler von uns da, oder? Bringt uns aber nicht so viel. Also Wein nehmen wir mit. Werkzeug nehmen wir mit. Hemden geht nicht. Dies war noch interessant. Und das auch. Ja. Und runter. Ja. Der Händler da, wir sind nur noch bei 18, 19, 20, 22 und 24, ja. Was war unsere Aufgabe? Erhöhen die Beliebtheit. Das bedeutet, das kriegen wir gar nicht hin, so. Mit Vergnügen. Den lassen wir da hochziehen. Willst du die Beliebtheit so hinkriegen, ne? Können wir nicht. Ist gebongt. Nehmen wir den Axthämpfer da mal hin. Gibt es 60%. Noch etwas, was wir klären müssen? Angebot unterbreiten. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Cola, Früchte.
Rolle. Honig. Talle, Salz. Wein. Ja. Felle. Bier, Keramik. Backwaren und Tuch. Machen wir doch, ne, oder? Sympathie. 65 vorschlagen. Das ist so abgemacht. Ja, ist nicht viel, aber etwas, ne? Hier oben wird's auch nicht mehr. Ja, müssen wir jetzt gucken, wie wir das überhaupt hinkriegen, ne? Ist das hier... Ne, ist er nicht. Milos ist da. Handel. Das brauchen sie. Das brauchen sie. Ja, und den Rest brauchen wir nicht mehr. Mit Freude. Da einlaufen. Was haben wir denn hier so? Oder Tuch. Hier wäre Salz, aber zu minimal. Dahin laufen lohnt nicht. Und Ala, was kann Ala? Ala hätte hier den Honig. Tja, und dann war es das auch schon. Vielleicht noch die Wolle. Wolle haben sie, aber bringt also nichts. Der Honig ist interessant. Und da haben wir noch Sofia. Kein Wein. Hier wäre das nur. Ja, und ein bisschen Honig. Auch nicht interessant, da runter zu laufen. Nix, was da wichtig wäre. Ja, es lohnt gar nicht hinzulaufen. Da kommt jetzt der Händler rein. Und da können wir die Werkzeuge verkaufen. 25 und den Honig verkaufen. 26. Honig. Ja, wenn wir was kaufen, finden sie noch nicht mal gut. Bringt's also nicht. Wein, Keramik, Hemden. Mit Freude. Ja, geh mal dahin mit Freude. So, was machen wir dann weiter? Das ist die Frage, ne? So, der Handel. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir auch. Den Honig nehmen wir auch. Du, wir müssen den Prunk wieder runterholen. Mit Vergnügen. Gut. Und der ist hier oben, ne? Wer war das? Viere sind hier. Ist auch nix, ne? Ist auch nichts da. Hier ist das ziemlich viel. War sonst auch nix. Mal gerade rein. Ja, man kriegt es langsam hoch, ne? Aber richtig toll ist das nicht, was da gerade passiert. Dauert ewig. Ist das nur möglich in Städten mit? Dann lassen wir es doch mal gerade hier hingehen und gucken, dass wir noch den ausbauen. Dann schauen wir weiter, oder? Ja, aber ich würde sagen, das machen wir auch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.